Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Gleichstrommaschine ist unser Thema. Nun, über die Gleichstrommaschine haben wir jetzt wirklich schon viel gehört. Problem ist, unsere öffentliche Stromversorgung ist mit Wechselstrom. Was tun? Jetzt haben wir schon gehört, okay, Universalmotor kann ich machen. Aber was ist, wenn ich eine Gleichstrommaschine betreiben will? Am Gleichstrom, ja? Wenn ich diesen Starter nicht geblecht ausführen will und so weiter und dieses pulsierende Drehmoment nicht haben will, sondern ich will ein gleichförmiges Drehmoment und so weiter. Ich möchte einen Gleichstrommotor erst. Was mache ich? Ich kann Stromrichterschaltungen verwenden. Ja? Wir werden sehen, das ist nicht ganz so einfach, weil da kommt es dann drauf an, geht es in die Richtung oder in diese Richtung. Deswegen machen wir am Anfang einmal ein paar Begriffsbestimmungen. Okay? Also, es geht jetzt in den folgenden Videos um Strom, sogenannte Stromrichterschaltungen. Gibt es verschiedenste Varianten. Es gibt zum Beispiel die Gleichrichter. Okay? Gleichrichterschaltungen. Gleichrichter, diese nutzen die Wechselspannung, formen diese in Gleichspannung um, und um damit irgendwas zu versorgen. Die Quelle ist also eigentlich die Wechselspannung. Ja? Also da geht es von Wechselspannung geht es in Richtung Gleichspannung. Das brauche ich zum Beispiel beim Motorbetrieb. Okay? So was heißt Gleichrichter. Ein Gleichrichter richtet Wechselspannung in Gleichspannung. Okay? Dann gibt es Wechselrichter. Der richtet Gleichspannung in Wechselspannung. Okay? Gleichspannung. Wird dazu Wechselspannung. Das brauche ich zum Beispiel beim Generatorbetrieb. Da fangen wir mit einer Gleichrichter an, brauche ich einen Wechselrichter. Und dann gibt es sogenannte Umrichter, hört man hin und wieder, Umrichter. Das sind Opportunisten, ne? Die richten sich ihr Leben so ein, wie es gerade, woher gerade der Wind weht. Das sind die Umrichter. Ne? Nein, sind sie nicht. Umrichter wechseln eine Wechselspannung. In eine andere Wechselspannung. Ja? Also, da haben wir praktisch AU-Dach 1, AF 1 und da haben wir AU-Dach 2 und AF 2. Verschiedene Frequenzen, verschiedene Amplituden, das macht ein Umrichter. Das kann ein Umrichter. Also entweder andere Spannungshöhe, dann hast du eigentlich Transformator. Andere Frequenz ist ebenfalls möglich, Umrichter. Und dann spricht man noch hin und wieder von sogenannten Stellern. Steller. Diese verändern die Spannung bei gleichbleibender Frequenz. Ja? Ändern Spannung. Bei gleichbleibender Frequenz. Zum Beispiel Gleichstromsteller. Eine Gleichspannung von einem Spannungsniveau wird umgestellt auf eine Spannung, auf ein anderes Spannungsniveau. Steller heißt es. Okay, also wir schauen uns da Gleich- und Wechselrichter in Folgen an. Das ist das, um was es an und für sich geht bei uns. Diese zwei Sachen, Gleichrichter und Wechselrichter. Und bei denen kann man an und für sich unterscheiden zwischen sogenannten Mittelpunktschaltungen,
Ja, Mittelpunktschaltungen. M-Schaltung. Und solche M-Schaltungen, die sind zwischen Phase und Sternpunkt. Okay? Also zwischen Phase und Fernpunkt. Zwischen Phase und Sternpunkt. Und die nutzen nur die positive Halbwelle. Wir schauen uns das in den folgenden Videos an. Wir werden sehen, was das bedeutet. Nutzen nur die positive Halbwelle. Das sind die M-Schaltungen. Und dann gibt es auch noch die B-Schaltungen, die Brückenschaltungen. Habe jetzt keine Farbe mehr über. Nämlich dieses grünige, da, Brückenschaltung. B-Schaltung. Die arbeiten zwischen zwei Phasen. Okay? Zwischen zwei Phasen. Da gibt es keinen Sternpunkt. Und die nutzen auch die negative Halbwelle. Klingt schon mal gescheiter, ne? Wenn man irgendwas auch nutzen kann, was die eine, aber der Aufwand ist entsprechend größer. Okay? Also das nächste Mal schauen wir uns so eine M-Schaltung an. Wir beginnen mit den M-Schaltungen, mit der M1-Schaltung, der einfachsten Gleichrichterschaltung. Das schauen wir uns das nächste Mal an, wie das funktioniert. Dieses Video ist jetzt einmal nur so eine Begriffsbestimmung gewesen, dass wenn ich sage, Steller, Umrichter, Gleichrichter, Wechselrichter und so weiter, dass sich jemand auskennt. Okay? Begriffsbestimmungen. Wie gesagt, nächstes Mal, jetzt gehen wir es durch. M1, M3, B2, B6. Ja, die vier Sachen schauen wir uns an. Nächstes Mal M1-Schaltung. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.